So, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Bloody Unboxing. Ja, die letzte Woche war ein bisschen ruhig. Ich habe ja gesagt, es geht erst wieder so gegen Ende Mai los. Da kommen dann wieder ein paar richtig, ja, coole Filme raus und ein paar tolle Mediabooks. Und dann wird hier auch wieder ein bisschen mehr Leben sein auf dem kleinen Kanal. Nun fangen wir an mit The Sixth Sense. Da gab es doch jetzt endlich mal, also der Film hat es wirklich verdient, mal im Mediabook und hat lange gedauert. Ja, also der Film wurde über 10 Mal mittlerweile, ich habe nachgezählt, auf DVD veröffentlicht. Es gab so eine Blu-ray, gab es mal so eine Amaray von Konstantin und nun endlich von den, wie heißen die Kameraden, von den Filmjuwelen gibt es einen Special Edition Mediabook. Ja, hat der Film definitiv verdient. Also wenn ich mir so die Filmografie von M. Night Shyamalan, also diesen indischen Filmregisseur, der hier The Sixth Sense gemacht hat, ansehe, da muss ich sagen, ist dieser Film ja auch mit Abstand wirklich das Beste, was er gemacht hat. Ansonsten, ja, weitgehend gehende Lehre, muss ich sagen. Und finde ich eigentlich schade, weil ich glaube schon, dass der unwahrscheinlich gutes Potenzial hat, tolle Ideen zu verwirklichen. Das ist mir hier bei Sixth Sense auch gelungen, aber ja, das blieb irgendwie bei der Eintagspflege. Ja? Danach kam da nicht mehr so viel Tolles heraus. So, jetzt gucken wir uns aber einfach mal dieses Mediabook an. Ihr habt es gesehen, dieser 16er Flatschen, dieser FSK-Flatschen ist Gott sei Dank hier auf der Folie drauf, auf der Verpackung. Und ja, ansonsten sieht das wirklich schick aus, muss ich sagen. Also es ist glänzend, es sieht wirklich hochwertig aus, wenn ich das so ein bisschen gegen das Licht halte. Ihr könnt das gut sehen. Macht echt was her, finde ich. Film ist aus dem Jahr 1999, hat tolle Bewertungen. Also selbst bei der IMDb ist da eine 8,1 aktuell. Also das ist ja wirklich gigantisch. Und Bruce Willis spielt hier natürlich wie mit diesem, mit dem Kleinen da, mit dem Haley Joel Osment, spielt er ganz, ganz großes Kino. Also von daher, ja, ich sage gerne auch einer meiner Lieblingsfilme, muss ich schon sagen. Kann man sich immer wieder angucken, man entdeckt immer wieder was Neues. Und von daher war eigentlich das Mediabook für mich ein Pflichtprogramm. So, ja, also wie gesagt, die Optik hier wirklich sehr, sehr schick, sehr, sehr schön gelungen hier. Die einzelnen Sinne, die man hat, ah, der eine hat mehr, der andere hat weniger. Ja? Das ist in der heutigen Zeit oft zu verfolgen. Und sieht aber wirklich, ja, also ich bin begeistert, auch von dem ganzen Artwork und so gefällt mir das sehr, sehr gut. Also viel besser als auf den ersten Produktfotos, die dann so im Netz herumgeisterten. So, gucken wir uns mal hier diesen Buchrücken an. Bruce Willis, ob man unbedingt draufschreiben muss, weiß ich jetzt nicht, aber ist egal. The Sixth Sense, dann hier unten auch nochmal das Logo von den Filmjuwelen, Blu-ray und DVD-Logo. Ja, dann gucken wir einfach mal, wie das da hinten aussieht. 3 Szenenfotos sind drauf. Nicht jede Gabe ist ein Segen. 6-fach Oscar nominiert, Prädikat wertvoll. Ja, technische Daten zur Blu-ray sind hier auch noch mit dabei. Und ja, auch vom Bonusmaterial ist auch ein bisschen was drauf. Also ich habe jetzt nicht überprüft, ob das identisch ist mit diesen alten Veröffentlichungen. Tut mir leid, habe ich jetzt einfach verpennt. Ich wollte es machen. Ich habe hier auch die Platinum Edition, ja, diese DVD. Das ist ja so eine Doppel-DVD, die hat auch jede Menge Bonusmaterial. Aber auf Blu-ray habe ich den Film einfach noch nicht und ich, ja, wollten wir den sehen. Also es war für mich ein Pflichtprogramm, den jetzt mit Mediabook ins Regal zu stellen. So, jetzt gucken wir uns einfach mal hier die ganze Geschichte an. Hier haben wir also die Blu-ray, The Sixth Sense. Da ist der gute Bruce. Soweit, so gut. So, und dann haben wir hier ein Booklet. Und ja, das ist hier eingeklebt, sehe ich. Ich gehe mal davon aus, dass es auch geheftet ist, aber auf jeden Fall auch geklebt. Sieht sehr gut aus. So, jetzt gucken wir mal uns das Ganze an. Auf schwarzem Papier, das finde ich auch sehr, sehr gut. Schön kräftige Schrift, kann man gut lesen, muss ich sagen. Dazu, ja, Fotos von der Dusche unter die Decke, Spoilerwarnung. Also wer den Film wirklich noch nicht gesehen hat, Leute,
Ich kann es euch nur nahelegen. Schaut ihn euch an. Ist wirklich ein fantastischer Horror-Mystery-Thriller. Ja, mit viel Drama auch dabei natürlich. Aber das ist so ein Film, der geht echt gut unter die Haut. Ja. Hat jetzt nicht so übermäßig viele Schockeffekte, ist auch nicht sonderlich brutal, aber ist einfach schick. Ja. Dass der Film fast immer geschnitten dann im Free-TV lief, ist schon eine Schande an sich. Also das ist wirklich unglaublich. So, hier haben wir also das sechste Sinn, die Entstehungsgeschichte. Ja, hier haben wir eine Zwei-Klammer-Heftung. Also der Bub ist sensationell. Also das muss man wirklich sagen. Hat dann später auch bei AI von Steven Spielberg mitgespielt. Der ein oder andere wird sich erinnern. Auch ein sehr, sehr cooler Film. Kann ich euch auch nur ans Herz legen. Ja, ich finde das Booklet optisch ist sehr, sehr gelungen. Muss man halt noch mal ein bisschen lesen, inwieweit das so inhaltlich alles toll ist. Wer hat das denn geschrieben hier? Dominik Stark, okay. Über den Autor ist auch noch, sind auch noch ein paar Worte drin. Hier sogar mit Facebook- und Instagram-Adresse. Und ja, das sieht wirklich gut aus. Also gefällt mir. So, und hier nochmal ein kleiner Hinweis: weitere Filmjuwelen unter www.filmjuwelen.de. Okay, dann hinten haben wir nochmal zwei DVDs. Die ist schon hier draußen, die ist schon ein bisschen locker. Das ist wieder so ein bisschen, ja, ich sag mal, der Scheiß. Ja? Also diese Dinger hier, das gehört echt verboten. Das ist, also ich hasse das. Es ist wie, also ich kenne niemanden, bei dem nicht schon hier mindestens mal eine rausgebrochen ist. Es ist wirklich sehr, sehr übel, das Ganze. Ich hole die mal vorsichtig raus hier. Also es ist natürlich einmal der Film auf DVD, einmal hier eine DVD mit Bonusmaterial. Hier ist nochmal der Junge hier, der Haley Joel, so heißt er ja ganz genau. Und ihr müsst hier wirklich vorsichtig sein. Also Leute, ihr müsst hier so vorsichtig sein. Ihr müsst hier so das ganz vorsichtig runterdrücken, dann oben einrasten. Und hier ist natürlich genau der gleiche Spuk nochmal. Ja, da sind hier an der Seite nochmal so Klammern, wo man dann das da einrasten kann. Aber es ist ein Murks. Also die Dinger brechen halt immer raus. Und ja, sollte man auf diese Form der Verpackung doch bitte verzichten. Finde ich nicht so toll. Gibt einen kleinen Punktabzug. Ja. Also, ansonsten finde ich das Mediabook wirklich richtig schick, sehr gelungen, tolles Booklet. Wobei ich das toll jetzt natürlich auf die Optik bezieht. Ja, mehr gibt es nicht vorzustellen. The Sixth Sense im Mediabook, Special Edition Mediabook oder wie das Ganze heißt, von Filmjuwelen. Und ja, ich bin gespannt, was da noch so weiter rauskommt von den Jungs. So, das war's. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen gefallen. Es war ein wenig informativ und auch preislich. Ja? Also so um die, nee, unter 20 € kriegt ihr es. Und finde ich absolut okay. Ja? Kann man wirklich nichts sagen. Prima. Das war's. Danke euch fürs Zuschauen und wir sehen uns dann demnächst wieder. X-Rated. X-Rated hat demnächst wieder was und das ist dann die nächste Vorstellung. Also, bis dann. Tschüss und danke fürs Zuschauen.